Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D&D-Reihe. Zerra und Drachen. Ja, genau. Ich war abgelenkt. Okay, letztes Mal habt ihr sozusagen die Erlaubnis bekommen, die Prüfung der Kampfstärke abzulegen, weil ihr erstens einen Haufen Damage getankt habt, vor allem unser Muskelschlumpf, und zum anderen, weil ihr dieser Kreatur ordentlich eine auf den Deckel gehauen habt. Ödit, warst du nur so gut und das den Feuerball-Bereich noch raus? Ach so, ja. Jo. Wenn ich's kann. Ich hoffe. Hey, das ist Sakrament. Hallo? Ja. Bei Narapir war die Devise, wenn er sich gegen eine Wand kämpft, gibt die Wand nach. Ja, echt. Okay. Ihr macht die Tür auf und seht vor euch ein Runenzirkel. Ein Runenzirkel. Und vor diesem Runenzirkel so eine kleine Säule, was aussieht wie ein Knopf. Beziehungsweise eine Säule mit etwas, was aussieht wie ein Knopf obendrauf. Okay. Säule bis zur Decke oder nur so ein kleiner Podest? So ein kleine, die geht so ungefähr bis zu Hüften. Das ist ein roter Knopf, den man drücken kann. Top, die Wette gilt. Moment, falsches. Wahrscheinlich kommt da die erste Welle. Wahrscheinlich, ja. Gut, alle in Position. Einfach Schild hoch. Ja. Benjamin haut gleich auf den Knopf. Okay. Genau. Also so quasi wir spielen jetzt so ein bisschen Phalanx. Okay. Den Umgang mit dem Schild musst du übrigens dann, lernen. Ein Mann Phalanx. Dann stellt euch mal so auf, wie ihr stehen wollt. Den zeigen wir mal weg. Wobei, dann mal den kann er löschen. Ist das in der Mitte der Rundkreis, der normalste, oder ist das einfach nur ein Grafikglitch von. Es ist ein Grafikglitch, aber das ist gerade ein sehr passender Grafikglitch. Deswegen, fuck it, den nehmen wir jetzt. Kannst du einen kleinen Punkt machen, wo der Dings. Ja. Knopf ist. Moment einmal, Möbelschar. Ist das das? Ne. Drawing Tools, Draw Freehand. Ja. So. Da so. Nimm lieber einen Kasten als Freehand. Ja. Ist ja wurscht. Da ist er. Ja. Schulter an Schulter oder? Ja, doch, Schulter an Schulter, ne? Geh noch einen Schritt nach oben. Muss an den Knopf kommen. Also ich Okay. kann mich hier hinstellen, da komme ich auch gleich Das ist noch richtig, dran. ja. Ja. Und dann, sind alle bereit? Ja. Jo. So bereit, wie man Drei, nur sein kann. zwei, eins. Okay. Ihr drückt auf den Knopf, beziehungsweise du drückst auf den Knopf. Und dieser Rundkreis beginnt langsam sich zu drehen. Wird heller, wird heller, wird heller. Wir haben diesen Und am Zong Rand gezogen. dieses Rundkreises scheint sich so eine kleine Barriere zu bilden, die sich aufbäumt, den Blick auf das Innere zum Kreis abschließt. Und als sich dieser Schimmer vom Rundkreis absenkt, seht ihr vor euch eine schlangenartige Kreatur mit sehr, sehr vielen Köpfen. Ihr habt so ein Teil schon mal gesehen. Runde Nummer 2, eine Hydra. Okay, Komm wenigstens let's keine go. Schlangeweile auf. Alles klar. Okay, warte mal kurz. Okay, End Combat. Active Encounter. So. Wie heißt es? Stay hydrated. Genau. Okay, Herrschaften, ihr dürft einmal würfeln. Das Teil ist doch Kein hart, oder? Grund zur kopflosen Hektik, würde ich sagen. Ja, warum ist das? Sie hätte ein wenig mehr Köpfchen Bam. bewahren sollen. So. Hallöchen, Gibt eine mein Pfeife, vielleicht noch eine Schnuggel. andere Farbe, dass man es das sehen kann. Ja, wir machen das. Gehst du in die Token-Option?
Token, jawohl. Vision. Dann auf Image. Image, okay. Und da hast du unten Tint Color, da klickst du neben dran in den schwarzen Balken. Wählst du irgendwas aus, musst dann nochmal in das Dings klicken und dann unten auf Update Token. Was ist das Dings? Das Fenster. Wenn du direkt auf Update Token klickst, nimmt er das nicht. Genau. Jetzt. Aha. Okay, da ich jetzt leider da kein Bild habe, weil ich meinte, das war drin, ja. Bild ist nicht. Okay, dann. Habt ihr schon Initiative gewürfelt? Ja. Ja, das Teil. So, bam. Boah, das war gar nicht einmal so verkehrt. Dann. Fahren wir mal durch den ganzen Schmarrn. Jo. Ja, Alberich, hauen Sie rein. Ja, Albrecht geht nach vorne. Schild ja. In der einen Hand, Axt in der anderen und eröffnet den Kampf mit einem Green Flame Blade. Bitte. Es wäre eine 15 zum Treffen. 15 trifft leider gerade nicht. Schade. Da ich aber mit meiner Aktion einen Cantrip gezaubert hat, steht mir noch eine normale Waffenaktion zu, für die ich meine Bonusaktion benutze. Jo. 17 trifft. Eine 17. 17 trifft. »13 Slashing-Schaden. Schön. Alles klar. Dann hab ich, dann darf die Hydra sich ihr Glück versuchen. Okay, das Teil hat aktuell 5 Köpfe. Mhm. Und der für jeden Schädel einmal zubeißen. Und da du gerade der Einzige bist, der in Reichweite ist, nom nom. Gib ihm. Okay, erster. 27. Trifft. Willst du erst sämtliche Angriffe durch oder Angriff-Damage, Angriff-Damage? Ne, mach direkt Schaden. Okay. Der erste wäre ein 15 Damage. Piercing. Falls es Unterschied macht. Nein, macht das nicht. Zweiter Angriff. Ist eine 9. Ja, nein. Dritter. 21. Shield. Jo, prallt vor deinem magischen Schild ab. Vierter. 20. Trifft nicht. Dank Shield. 22. Trifft auch nicht. Dank Shield. Okay, jawohl. Okay, dann war das der von der Hydra, dann Aranis. Jo, du dann siehst diese mehrköpfige Schlange auf Aranis einmal treffen und der Rest wird abgeblockt von seinem magischen Schild. Alberich. Genau, dann. Also, das, ja genau, dass halt Alberich angegriffen wird. Gut, dann. Habe ich gesagt Aranis? Ja. Aber war ja aus dem Kontext einigermaßen mitzunehmen. Ja. Gut, dann wie üblich erstmal Hunter's Mark. Okay, ja. Zack. Und Nummer 1 Longbow Sniper. Bitte. So, sie trifft. Das ist schon mal nicht verkehrt. Gut, dann hauen wir mal raus. Einmal Hunter's Mark 3. Dann Colossus Slayer wäre auch nochmal ein D6. D8. Nochmal 5 und dann nochmal der Angriff vom Longbow. 18. Mhm. Okay. Damit. Jetzt warte mal, die sind 18, 24. 26 insgesamt. Dann, du erschießt damit einen der Köpfe von der Hydra von ihren Schultern. Sehr schön. Gut. Zweiter Angriff. 2. Du kannst im Feld, wenn du bei Damage, ne, wenn du Schaden würfelst, da kannst du bei situativem Bonus auch so Bonuswürfel wie Colossus Slayer oder Hunter's Mark mit eingeben. Stimmt, ja. Dann würfelt er die gleich mit. Ja, danke. Jo. Gut. Fertig.
dann ist Alde dran. Ja, ich muss gerade nochmal gucken, was habe ich überhaupt. Ich habe nämlich nicht so viele Spells. Ja, du hast kein Magiebuch, der Witz wird alt. Nee, ich habe allgemein noch nichts, was ich jetzt auf ein Single-Target nutzen kann. Tja. Dann mach ein Firebolt oder sowas. Ja, hat ja auch ganz gut funktioniert das letzte Mal. Du meinst ein Fireball, wenn dann... Nein, Firebolt, das Cantrip. Ja, ja, aber wir haben doch den ganzen Raum hier, oder? Das ist schon ein ganzer Raum. Ja, ja. Weil dann, ja, komm, dann mache ich das nämlich so, dass ich den, wenn ich das richtig sehe, dann würde ich so nur die Hydra treffen. Jo. Mhm. Dann mache ich das natürlich, indem ich den Level 3 Slot nehme und ich zusätzlich einen Handlevel 1 Slot mit expande. Ja. Dann ich hole den Damage so, weil der Damage von dem der andere Damage wird nicht halbiert. Okay. 14 ist der Saving DC. Ja, hat's mit 6 verkackt. Und dann slash töte 10. So, das wären dann 30 Feuer und 9 Force. Okay, damit verbrennst du einen der Köpfe zu Asche. Drei Leben noch. Ja, das war's cool. Von meiner Seite. Achso, ja. Da. Die Hydra macht mal bitte den Deck safe. Für was? Für Fairy Fire. Mhm. 20. Geschafft. Mhm. Ja. Go, Benjamin. Bug Inspiration. Okay. Das war's. Alles klar. Dann Benjamin, hauen Sie rein. Geh drauf hin und hau zweimal drauf. Bitte. Ne. Ne. Das war's. Gut, Alberich. Gut, same procedure as last round. Ich öffne mit einem Green Flame Blade. Bitte. Ne. Ja, es geht auch genau so. Dann probiere ich es nochmal mit der Rückhand, mit meiner Bonusaktion. Mhm. Ne. Bedauerlich. Gut, das war's. Harren wir jetzt der Dinge, die da kommen. Gut, die Hydra würde in Anbetracht der Tatsache, dass Albrecht Feuerdamage auf sie machen will, dreimal Albrecht angreifen. Okay. Erster. 18? Trifft nicht. 25. Trifft. Verdammt, ich war gerade gemutet. Kann ich noch in meine Cutting Words reinhauen? Zu spät. 12 Damage. Wie viel? 12 Piercing. Mhm. Der letzte ist Nummer 25. Ja, dieses Mal cut ich Würde. Ja, dieses Mal war es passend. Bitte. Okay, dann wird aus dieser 25 wird eine 17. Okay. 17 trifft nicht. Okay, gut. Dann next. Arenis. Und du, ihr seht was hinten so. Und der Kopf ist genau. Der Kopf, der dritte Kopf will nach Albrecht beißen, wird kurz abgeleckt und Albrecht macht einen Schritt zur Seite und bringt dann den Schild dazwischen. Sehr schön.
Gut, dann ich bleib bei meinem Longbow. Nummer 1. Ah, sehr schön. Trifft. Gut, dann machen wir das mal. Da war Situationsbonus. Ich habe mal gerade eine Frage. Soika, dass du da auf gegriffene Ziele Vorteil hast. Das ist nur dein Raptor-Feed, ne? Das gilt nicht für alle. Das ist okay. Kommt nicht vom Krappen her. Okay, ja, gut, damit ist das noch ein Kopf abgeschossen. Mhm. Zwei bleiben. Gut. Dann auf den nächsten oder einen von den beiden. Mhm. Schade. Der trifft nicht. Nee. War kurz auf der 20. Alles klar, dann wären wir fertig. Jo. So, ja, du musst noch weitermachen. Was? Oh, Entschuldigung. Erdet. Ja, ich mach noch den einen Zug, dann bin ich weg. Mhm. Mhm. Vielleicht reicht's ja. Ich caste einfach. Jetzt komm. So. Genau, einfach nur Magic Missiles. Jawohl. 3 sind es ja auf dem normalen. Mhm. Okay. Okay. Jawohl. Okay. Keine Hydra-Zaubert-Schild. Bitte? Hydra-Zaubert-Schild. Ja, das war jetzt der größte Abschluss, ne? Ja, genau. Hier wächst ein 6. Kopf. Der hat so eine Magierhaube auf und der hat ein Schild. Der hat dann so einen Zauberstab im Maul. Mhm. Ja, nee, ja, eher so diesen Magier-Spitzhut einfach so mit so Sternchen dann so. Ja genau. Rinswind. Ah, okay. Ja, genau. Magst du noch was machen? Nee, ich bleib hier hinten, mehr kann ich nicht machen. Okay. Dann nach ab hier. Runden noch beenden. Aber ich bin dann weg. Jo. Dann sehen wir sie höchstwahrscheinlich nächste Woche. Servus. Jo. Ciao. Ciao. Tschö. Bis übernächste Woche. Genau. So, ich musste kurz telefonieren. Was hab ich verpasst? Mach nix. Du bist dran. Okay, ich bin dran. Gute Frage. Also ich sag mal so, die andere Hydra da hinten, Richtung, Gott, wie hieß es? Hochtal. Ich hab gerade irgendwie Königsfels im Kopf gehabt. Hochtal. War das zufällig dein Bruder? Weil der ist schon längst tot. Ich hätte gern einen DC 14 Wisdom Saving Throw. Okay. Was passiert dann? Kriegt er entweder Psychic Damage und Disadvantage auf den nächsten Angriff. Okay. Da haben wir im Angebot eine mächtige 7. Das ist nicht geschafft. Dann sind das stolze 5 Psychic Damage und er hat Disadvantage auf seinen nächsten Attack Roll. Okay. Alles klar. Und dann nutze ich meine Bonusaktion und nutze einen Pact Slot, um auf Alberich eine Healing Word zu casten. Okay. Er wird um 4 geheilt. Okay. Und damit habe ich fertig. Aus fertig, sehr gut. Dann ist Monsieur Benjamin dran. Linker Haken, rechter Haken. Bam. Gleiches wie immer. Mhm. Ich nutze meine Spielleiter-Inspiration für den ersten Angriff. Bitte. Trifft. Trifft erheblich. Holy shit. Ich könnte sie jetzt 5 Fuß bewegen wegen dem Crasher-Feed, aber das lasse ich mal bleiben. Das bringt wahrscheinlich nichts, weil Bewegung hier nicht so mächtig ist wie in anderen Systemen. Zweiter Angriff. Jo. Trifft leider nicht. Moment. Ich überlege. Baden-Inspiration. Okay. Trifft. Für eine
Okay. Nett. Für mickrige 6. Naja, besser als nix. Ja, das klangt. Ja, okay, passt. Schön. Dann, Hoppe fertig. Dann ist Albrecht dann. Ja, wie sagt man so schön? Third time's the charm oder so ähnlich, ne? Ich drück den Daumen. Irgendwann treffe ich das mal. Ja, aber nicht heute. Nicht heute. Not today. Stirb, Kartoffel. Ja, Bonus-Action, ne? Mhm. Why is he on his back? Spontaneous heart attack. Ne. Das war wohl nix. Ja, dann bin ich fertig. Wenn wir jetzt real life wieder würfen würden, dann gleich war spätestens jetzt wieder Würfel im Mülleimer verschwunden. Nein, ja. Es muss aber dazu meiner Verteidigung, das lief den ganzen Tag so. Mhm. Das stimmt. Nichts über 5. Okay, dann ist war der Vortag. Dann ist die Hydra dran, die hat im vorherigen Zug 2 Köpfe verloren. Und ihr seht, wie aus diesen 2 Stümpfen heraus 4 neue Köpfe wachsen. Stimmt, ja. Sie hat keinen Feuerschaden bekommen. Nee. Ja. Ja. Albrecht, jetzt haben wir bei 6 Köpfe. Jetzt machen wir mal 4 auf Albrecht und 2 auf Benjamin. Weil Benjamin jetzt langsam wehtut. Okay, also, auf dem ersten war ja Disadvantage, ne Flo? Exakt. Gut. Also der erste mit Disadvantage gegen Albrecht ist eine mächtige 14. Reicht nicht. Der zweite gegen Ding. Albrecht normal ist eine 16. Reicht auch nicht. Der dritte normal gegen Albrecht ist eine 21. Nö. Sagen deine Cutting Words? Nö. Okay. Dann schauen wir mal. Ne, du musst nun. Du musst würfeln, tatsächlich. Ja, weiß ich schon. Ja, ich weiß, ich muss nur einmal klicken. Klick schneller. Okay, also 21 wird eine wunderschöne 12. Dann der 13. Dann der 14 gegen Albrecht normal ist eine 26. 26 trifft. Gut. Sind aber bloß 9 Piercing. Okay. Gegen den Herrn Benjamin, normal, erster. 24. Trifft. 14 Piercing. Zweiter ist eine 19. Trifft. Sentinel. Okay. Heißt Reroll, oder? Nein, heißt, ich darf ihn angreifen. Ich darf ihm noch einen draufgeben. Okay, dann bitte. Der trifft. /13 Slashing. Mhm. Habe ich den Damage für das andere schon gewürfelt gehabt? Hattest du? Habe ich den Damage für den zweiten aber schon gesagt, Benjamin, oder? Oder? Wenn, habe ich noch nicht angerechnet. Also wir haben einmal 14, den hast du schon abgerechnet und habe das nur gesagt, der zweite ist 8. Und das war der Zug der Hydra, als die ihre 6 Köpfe wild um sich beißen, auch ein paar Mal treffen, aber die meiste Zeit doch glücklicherweise daneben ging. Aranis. Gut. Das Übliche. Attacke Nummer 1. 15 reicht nicht. Nee. Gut, dann Nummer 2. Der trifft. Gut, besser. Okay. Dann mal los mit 24. Nett. Jo. Das wär's. Okay. Dann, Eldred wäre dran. Eldred zum Feierabend. Ja, dann. Nee. 10 trifft wahrscheinlich nicht. Nipp. Das war's. Ja. Gut. Jetzt muss Narapi reißen, ne?
Narapir bewegt sich ein bisschen hier ran und noch ein bisschen da lang. Und dann hätte ich gern einen Dex-Save. 18? Ja, das reicht, sind also nur halben Schaden. Sagen wir so, es ist Feuer-Damage, also nicht so schlecht. Sind 9. Also halbiert dann auf 5. Yep. Oder? Ja, halbiert auf 5. Gut. Feuerschaden. Ja, klar. Das war erbärmlich gewürfelt. Ich weiß. Gut. Noch was? Bardic Inspiration auf Alberich. Okay. Benjamin. Das Teil schaut mittlerweile etwas angeschlagen aus. Also sehr angeschlagen. Ich mach das, was ich tun kann. Ich hau zweimal drauf. Klar. Trifft. Hallo, ich hab doch mein... Ah, ich hab meinen Zug nicht beendet. 9 stumpfer Schaden. Jo. Ich warte noch. Kommt irgendwas? 13, ich hab keine Inspiration. Badische Inspiration mehr. Okay. Mehr kann ich nicht machen. Okay. Alles klar. Dann... Der linke Haken geht vorbei. Noch was? Bonusaktion. Zweite Luft. Okay. Dann Alberich. Vor dir steht eine sehr angeschlagene Hydra. Ja, ich probiere mal mein Glück wieder mit dem Green Flame Blade. Vielleicht trifft es ja irgendwann mal. Angriff. Eine okay. 21. im Angebot. Ich glaube, wenn ich jetzt so Counterspell, dann würde er mich fressen. Ja, trifft. Ich sag mal so, dann hättest du einen Third Level Spellslot rausgehauen für einen Cantrip. Für einen Cantrip. Bin ich. Wie, ist in Ordnung. Wie bei Fluss Kampagne auch schon passiert ist, ne? Das ist richtig. Ich nehme die Bardic Inspiration mit auf den Schaden. Bitte. Für insgesamt 27 Schaden, davon 8 Feuerschaden. Du hättest die Bardic Inspiration für den Damage gar nicht braucht. Hauen Sie her, den Preiselbär. Also, die hat ja in ihrer letzten Runde hat sie ja mich angegriffen, ne? Hauptsächlich. Zum Teil, ja. Ja, 4 von 6. Das bleibt drin. Ja. Ja. Das heißt, es ist so ein bisschen ein kurzes Hin und Her. Der einfach unter zwei Köpfen wegtaucht, von dem dritten übel in die Schulter gebissen wird. Dann endlich funktioniert seine Magie. Die Axt hüllt sich in Flammen und zack, hämmert diesen Kopf einfach einmal komplett ab. Und die Flammen fressen sich entlang dem Hals in den Rest des Körpers. Und ja, beenden diesen Kampf. Okay. Sehr cool. Sieht irgendwie aus wie so ein Weihnachtsmann jetzt mit diesem roten Ding. Aus. Genau. Weihnachtshydra. Okay, und damit löst sich diese Hydra langsam in dunkle, schwarze Aschewölkchen auf. Der schön. Teleportationszirkel wird wieder so wie vor eurem Eintritt in diesem Raum. Ja, darauf müssen wir uns jetzt erstmal einen Schluck aus der Pulle gönnen, glaube ich. Ja, erstmal schnapseln. Kriege ich Pfeile wieder? Wahrscheinlich eher nicht. Schon? Warum solltest du nicht? So, na gut, vielleicht sind die ja mit aufgelöst. Nö. Okay. Die klappern auf dem Boden, nachdem sich diese Hydra aufgelöst hat. Okay. So, Benjamin schluckt auch mal einen der Heiltränke. Bitte. Was denkt ihr, wie viele von der Sorte haben wir noch? Aber das erfahren wir beim nächsten Mal, glaube ich, weil es ist jetzt doch schon fortgeschrittene Stunde. Wir oder? Können gerne nur Introduction machen und dann beim nächsten Mal machen. Ja, gut, das können wir auch. Ja, so. Bevor wir den Kampf starten, gehe ich dann wieder ein paar Schritte zurück. Ups. Du bewegst ihn im Kreis. Müssen wir weitergehen, oder? Hast du im zweiten
Raum? Es gibt wieder eine Tür. Es gibt wieder eine Tür. Hm. Echt da? Er hätte eine Frage. Wusch. Und vor dir materialisiert sich wieder dieser Wächter mit der Kapuze. Ja. Hi, wie funktioniert das? Müssen wir weitergehen in den neuen Raum kämpfen oder müssen wir ja dreimal auf den Knopf drücken? In den nächsten Raum. Jeder Raum beinhaltet eine Prüfung. Okay. Vielen Dank für die Antwort. Weiter jetzt. Wieder weg. Okay, ihr kommt durch die nächste Tür wieder in den Gang. Die nächste Tür, die vor euch wartet, schaut aus wie eine sehr, 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 sehr alte Steintür. Also die ist schon uralt. Da ist wahrscheinlich irgendwie mit Bronze beschlagen gewesen. Über und über mit Grünspan und Algen, Schimmel, alles mögliche überzogen. Die Tür, ihr habt keine Ahnung, wie die früher mal ausgesehen hat. Ihr könnt aber mit Sicherheit sagen, das Teil ist alt. Also die sollten sich echt mal häufiger um ihre Restauration kümmern. Hier kommt doch fast nie einer hin, also. Kommt doch keiner durch. Ja. Sagen wir mal so, im Gegensatz zu einer gewissen anderen Kampagne haben wir hier keinen Skeletthausmeister, der irgendwelche Fallen aufbauen kann. Aus Langeweile. Ja. Ja, geh mal durch, wa? Okay, also ihr öffnet die Tür und hinter dieser Tür kommen mehrere Stufen zum Vorschein. Es handelt sich um eine Treppe, die nach unten führt. Na gut. Wendeltreppe oder? Müssen wir wohl nach unten. Ja. Straight nach unten. Okay. Keine Wendeltreppe, einfach geradeaus unten. Ungewöhnlich für Elfen. Normalerweise sind es immer Baumkuschel. Für diese geht's nach oben. Mhm. Okay. Wollt ihr nach unten gehen? Ja, wenigstens. Die Treppe ist so breit, dass zwei Leute nebeneinander gehen können. Ja, Benjamin, du und ich vorneweg. Wenn dass zwei nebeneinander gehen können oder dass zwei nebeneinander kämpfen können? Gehen gleich kämpfen, okay? Okay. Also 10 Fuß. Ja. Benjamin, du und ich vorneweg, wir haben ja einen natürlichen Flaschenhals. Der was, Traum hier des Tunnelsperrs... Was, wenn wir von hinten angegriffen werden? Bitte? Dann haben wir ein Problem. Wenn wir von hinten angegriffen werden, deswegen. Gehst du vielleicht vor oder... Ja, okay. Willst du hinten bleiben, dass ich vorgehe? Ne, gehe ich vor. Notfalls, wie gesagt, kann man sich ja auch noch aneinander vorbeiquetschen, wenn es harte Fahrt kommt. Dann stelle ich mich hinten dran. Oh, pass auf, dass uns nichts in den Rücken fällt. Ja. Okay. Sekunde. Ja, ich hab bloß kurz noch was gelernt mit meiner Freundin. Okay, also, ihr klettert die Stufen nach unten und ihr merkt, wie die Luftfeuchtigkeit in diesem Tunnel höher ist als im Rest dieses Tempels. Also es ist fast schon ein bisschen klamm, so klammkalt. Richtig unangenehm. Und ihr kommt nach unten und ihr hört... Nach ein paar Minuten hört ihr eine Stimme. Relativ leise erst einmal. Also ihr könnt nicht ausmachen, was da gesprungen wird. Eine Stimme. Das ist merkwürdig. Kann ich eine Wahrnehmungsprobe machen, um zu gucken, ob ich es besser verstehen kann? Du kannst es probieren. Achso, ja, es war nicht verdeckt. Ja, nochmal. So. Also du kannst nicht ganz ausmachen, wer oder was da spricht. Du kannst auch noch korrekte Worte ausmachen. Also du wirst wahrscheinlich nur ein bisschen näher ran müssen. Zumal nach unten. Dann wollt ihr vordrücken? Ein paar Schritte weiter. Mhm. Okay, also ihr geht nach unten. Und ihr hört eine relativ, chaotisch klingende Stimme, die sich anscheinend mit irgendjemandem unterhält.
Ha, Mr. Whiskers, wie lang sind wir jetzt schon hier unten und immer wieder dasselbe Blödsinn. Immer wieder und immer wieder. Also wenn ich das damals gewusst hätte, ich hätte mich da nicht freiwillig gemeldet, aber hey. Irgendjemand muss den Blödsinn immer machen. Ah, ich könnte mich ohrfeigen. Wenn ich Ohren hätte. Ha, der war gut, ne? Okay. Gerade sagt er, halt er hat so ein Skelett-Hausmeister, ne? Es ist kein Und es geht halt immer so weiter, weiter, weiter. Also ihr hört, wie sich diese Person drüber über ihr Schicksal beschwert, wie schlimm es ihr doch geht, wie langweilig ihr doch ist und dass sie doch endlich wieder dahin zurückkehren könnte, wo sie eigentlich herkommt. Tja. Also gehen wir weiter. Okay. Also ihr Waffen mal gesteckt lassen. Vielleicht können wir das hier ohne Kampf klären. Okay, also ihr kommt nach unten und am Ende dieser Treppe kommt ihr in einen dunklen, feuchten, fast schon wie so ein Keller Raum. Ja, für mich ist Tag hell. Erhöht. Du sagst, es ist dunkel. Erhöht mit Flammenhaltern an der Wand und gegenüber vom Raum ist eine purpurfarbene, ein bisschen durchsichtige Barriere, auf deren anderen Seite ein Skelett mit überaus üppiger Kleidung, einer Krone auf dem Kopf sitzt, eine kleine Skelettmaus auf der Hand oder Skelett von einer Maus, sie mit der unterhält, auf dem Schemel sitzend und einmal kurz zu euch hinschaut, wieder zur Maus hin. Ganz erschrocken zu euch wieder zurück, vom Stuhl aufspringt, streift sie einmal kurz über die Klamotten, räuspert sie kurz. Wer wagt es, Arsarak in seinem wohlverdienten Schlummer zu stören? Ich werde euch lehren, mich zu belästigen. Warte! Ach, scheiß drauf, ich hab keinen Bock. kommt her. Ich habe ein Angebot. Hallo, du bist Arthur. Ihr schaut nicht aus wie die Standard-Baumvögel hier drin. Ich fühle mich ein wenig angegriffen. Ich trete aus den Schatten heraus. Servus. Setzt euch und er hebt die Hand und auf der anderen Seite der Barriere erheben sich fünf Stühle aus Knochen und Sehnen gefertigt. Bitte. Ich setz mich etwas skeptisch mal hin. Du bist schon was länger hier, oder? Oh, ich setz mich hier. Benjamin bleibt stehen, vorsichtig. Ja. Ich setz mich länger hin. Länger! Willst du mich verarschen? Ich hab nur 1000 Jahre aufgehört zu zählen. Oh, das ist sehr viel länger. Oh. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, man ist eigentlich auserwählt, die Welt vor Finsternis zu bewahren, vor großen Übel, als sozusagen Wächter über das Leben. Und sowas wird mir hier verdammt nochmal degradiert zu einer Zielscheibe für irgendwelche Baumaffen. Das ist doch ein Witz. Ich war Mr. Whiskers. Kann ich verstehen, die ganzen Baumkuschler gehen mir auch schon ganz schön gehörig auf die Nerven. Ich gebe mir eine Klatsche. Vor allem, die haben vor Jahrtausenden mein Grab hier gefunden und haben nichts Besseres zu tun, als drüber einen fucking Tempel zu bauen und irgendwelche Affen irgendwelche Prüfungen absolvieren zu lassen. Tja. Um irgendein Möchtegern Herrscher über diesen fucking Wald treffen zu dürfen. Das ist doch der absolute Obershit. Genau. Wieso Möchtegern Herrscher? Bitte? Weil und das Beste ist, jetzt können sie den Herrscher nicht mal gesund halten. Jetzt ist er auch noch krank und macht hier Randale. Okay, was ist da oben passiert, während ich hier unten bei diesem Blödsinn war? Ja, ich fange ihm so ein bisschen kurz so das in einem sehr sarkastischen und nicht und unterschiedlichen Job, dass die Elfen verpennt haben, so ein bisschen ihren Wald sauber zu halten und da jetzt so ein bisschen eine kleine Verderbnis anheimgefallen ist. Ich zeige einmal meinen Arm. Narapir, du spürst unter deinem Umhang so ein leichtes Tupfen.
von Scrooge McFlump. Scrooge, gibt's was? Und er zeigt sie zwar nicht, aber er tupft sie so an. Sag mal, erinnert dich der nicht an irgendwen? Den Licht, den ihr in Hochtalbisse gekämpft habt, im Friedhof. Oh mein Gott, ja, das ist mir auch gerade so. Mhm. Ich freue mich so, Ratte, Ratte, klick. Oh. Du bist der Einzige, der noch davon was weiß. Also, ich unterhalte mich gerade so mit dem Typen, erzähle mir so ein bisschen Palabo über die Elfen, dass die einen Wald nicht sauber kann. Und so, Moment, wir kennen uns doch. Er deutet so kurz zu sich mit der knochigen Hand. Du kennst ihn? Sicher, dass du ihn nicht gesehen verwechselst? Ja, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich noch nicht blau. Du bist dadurch blau geworden. Von wie vielen Jahrtausenden reden wir hier? Wir reden nicht mal von einem, glaube ich. Wir reden von vor einem Monat. Bei einem Monat? Wäre er wahrscheinlich nicht so gelangweilt. Kann es sein, dass du irgendwie vom Kollegen von ihm sprichst? Wo wo sollen wir uns getroffen haben? Ja, ich fange so an, so ein bisschen zu erzählen. Ich schmück das natürlich aus, dass wir so in Hochtal, in seine Krypta eingedrungen sind, ihm auszusehen den Arsch gekickt haben, vergessen haben, aber dass er so einen komischen Thronflakterium hat und ja, den hat er da mitgenommen, als wir wieder gegangen sind oder zurückgekommen sind. Also er hört sich das Ganze an, so die Knochenfinger am Kinn. Und er scheint jetzt auch ein bisschen weniger quirlig und aloof zu sein, sondern auch ein bisschen ernster jetzt. Also wenn das stimmt, dann haben wir jetzt gerade ein sehr großes Problem. Wo fange ich jetzt am besten an? Am besten mit dem Cliffhanger für nächstes Mal. Und er holt Luft. Und die Origin Stories von diesen 12 Lichs, um was es darum geht, was die gemacht haben und warum sie Lichs sind, die hören wir beim nächsten Mal. Sehr schön. Weiter Sendung mit der Maus. Skelettmaus. Mit der Skelettmaus. Skelettmaus. Ah, sehr gut. Dann wünsche ich einen schönen Tag und noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Bye. Tschö.